lernen für das Team. Es liegt an dir, heute alle zu beeindrucken. Mach uns stolz! Start konnten wir keine Probleme feststellen. Haltet die Drehzahl beim Start und wollen schließlich nicht stehen bleiben. In etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Weiterfahren.
ein paar Informationen zu Ricardo. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Kannst du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Thank you.
auf Überholen. Bottas hat eine neue schnellste Runde gefahren. Zu deinem Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,4 Sekunden. Abstand zum Führenden 21,5 Sekunden.
So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Es kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Thank you.
dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Wirklich toll, das hast du echt gut gemacht. Force India hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Force India steht heute ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ich würde sagen, Brandon Hartley. Das war vielleicht eines seiner besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.